Der Morganit und seine Wirkung. Hallo, mein liebes Kristallwesen. Heute dreht sich alles um den Morganit, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem wundervollen Edelstein. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Der Morganit, auch als rosa Beryll oder Stein der bedingungslosen Liebe bekannt, ist ein faszinierender und zarter Edelstein, der durch seine charakteristische rosa- bis pfirsichfarbene Tönung auffällt. Er gehört zur Familie der Berylle und ist eng mit dem Aquamarin und Smaragd verwandt. Der Morganit wurde nach dem amerikanischen Bankier und Mineraliensammler J.P. Morgan benannt, der eine wichtige Rolle bei der Förderung der Edelsteinindustrie spielte. Der Stein wird hauptsächlich in Brasilien, Madagaskar, Afghanistan und den USA gefunden. Morganit ist bekannt für seine liebevollen und beruhigenden Eigenschaften und wird häufig in der Kristallheilkunde eingesetzt. Seine Mooshärte beträgt 7,5 bis 8 auf der Härteskala, was bedeutet, dass er relativ widerstandsfähig gegen Kratzer ist, aber dennoch mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Bevor es weitergeht, möchte ich dich einladen, auch unseren neuen Online-Shop einmal zu besuchen. Dort findest du viele verschiedene handverlesene Trommelsteine bester Qualität und andere schöne Dinge. Den Link mit einem Neukundenrabatt findest du unten in der Videobeschreibung. So, lass uns weitermachen und zur Wirkung von Morganit auf die Psyche kommen. Morganit wirkt positiv auf das emotionale Gleichgewicht, indem er dabei hilft, Ängste, Sorgen und Stress abzubauen. Er fördert Selbstliebe, Selbstwertgefühl und Selbstakzeptanz und unterstützt die Fähigkeit, Liebe und Mitgefühl für sich selbst und andere zu empfinden. Der Stein hilft dabei, emotionale Blockaden und Traumata zu lösen und alte Verletzungen und Schmerzen zu heilen. Morganit fördert eine offene und ehrliche Kommunikation und hilft, Konflikte und Missverständnisse zu lösen. Wirkung von Morganit auf den Körper. Auf körperlicher Ebene kann Morganit die Selbstheilungskräfte stärken und das Immunsystem unterstützen. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Atemwegserkrankungen, Herzproblemen und Nervenleiden. Morganit kann auch den Hormonhaushalt ausgleichen und Menstruationsbeschwerden sowie Wechseljahrsbeschwerden lindern. Darüber hinaus kann der Stein die Regeneration von Haut, Haaren und Nägeln unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Die Anwendung von Morganit. Morganit kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um seine liebevollen und harmonisierenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man Morganit auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Beschwerden zu lindern. Edelsteinwasser mit Morganit kann hergestellt werden, indem man den Stein für einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser legt. Dieses Wasser kann dann getrunken oder zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Bei Meditationen kann der Morganit in der Hand gehalten oder auf das Herz- oder Kronenchakra gelegt werden, um innere Ruhe, Selbstliebe und eine verbesserte Kommunikation zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den Morganit. In einigen Kulturen wird der Morganit als Stein der bedingungslosen Liebe und des Mitgefühls verehrt. Er soll seinen Trägern Schutz und Sicherheit bieten, negative Energien abwehren und sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Der Morganit ist auch ein Symbol für göttliche Liebe und wird oft als Zeichen der Verbundenheit zwischen Liebenden getragen. In der Antike glaubte man, dass der Stein die Fähigkeit zur Wahrheitsfindung und klaren Kommunikation stärke und auch die Liebe und Hingabe in Beziehungen förderte. Chakren und Sternzeichen des Morganit. Der Morganit wird dem Herz- und Kronechakra zugeordnet. Er unterstützt die Kommunikation und den Ausdruck von Gefühlen,
hilft, emotionale Blockaden zu lösen und fördert die Fähigkeit, Liebe und Mitgefühl zu geben und zu empfangen. Durch seine Wirkung auf das Kronenchakra kann Morganit auch die spirituelle Entwicklung und die Verbindung zur göttlichen Liebe stärken. Dem Morganit wird das Sternzeichen Stier zugeordnet, welches vom 20. April bis 20. Mai stattfindet. Er unterstützt die erdverbundenen und sinnlichen Stiere dabei, ihre emotionale Seite zu stärken, innere Harmonie zu finden und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Morganit – Pflege, Entladen, Aufladen, Reinigen. Um die energetischen Eigenschaften des Morganits zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig, etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmem Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit Morganit können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen oder in einer Mischung aus Wasser und Meersalz entladen werden. Achte jedoch darauf, den Stein nicht zu lange im Salzwasser zu lassen, da dies seine Oberfläche beschädigen könnte. Zum Aufladen eignet sich Mondlicht, vorzugsweise bei Vollmond, oder alternativ kann der Morganit neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdruse platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der Morganit seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des Morganits kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel.